Mein Name ist Maurice Janich, ich bin Pädagoge und Visualisierungstherapeut und heute spreche ich mit Nikolaus Lackner, dem Gründer von Blooming. Er hat gemeinsam mit seinem Team ein großartiges Produkt entwickelt, den Sternenlotus. Und wo der Sternenlotus zum Einsatz kommt und was er bewirkt, wird Nikolaus jetzt selbst erzählen. So viel schon mal vorweg, es geht um die Neutralisierung von Energien. Ja, lieber Nikolaus, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und wie ich das immer mache, vielen Dank für dein kostbarstes Gut an dieser Stelle, nämlich für deine Zeit. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf und dass wir heute dieses Gespräch führen. Ich freue mich. Danke, Maurice. Ja, Nikolaus, ich habe es im Intro schon gesagt, du bist der Gründer von Blooming und ihr habt den Sternenlotus ins Leben gerufen. Und erzähl uns doch mal, was ist das, der Sternenlotus, und vor allen Dingen, was kann der, was macht der, was bewirkt der? Ich hoffe, du hast genug Zeit eingeplant, weil der Sternenlotus kann wirklich viel. Spaß beiseite. Der Sternenlotus ist ein Tool der neuen Zeit. Es ist so, dass er auf vielen Ebenen wirkt. Wir haben ja das Thema mit den verschiedenen Frequenzen, ob das Mobilfunkfrequenzen sind, alle möglichen künstlichen Energiequellen von Radar über Mikrowellen, Energien, Induktionsherd, die ganzen Energien im Auto und so weiter. Diese Energien transformiert er, was bedeutet, dass diese Energien von der ursprünglich schädlichen Wirkung zu Vitalenergien werden. Das heißt, der Sternenlotus transformiert Mobilfunkenergie, sodass sie für unser System, egal ob physisch, seelisch, psychisch, von einer schlechten Energie zu einer guten Energie wird und uns unterstützt auf allen Ebenen. Ja. Das ist das eine, was er macht. Und das andere ist, wir machen mit dem Sternenlotus eine Transformation im Sinne von, dass er uns alle sanft dahin zurückführt, was wir wirklich sind, also zu unserem Ursprung. Ja. Er öffnet das Herzchakra, er ermöglicht, dass kosmische Frequenzen, die auf uns jetzt kommen, also Thema Schwingungserhöhung, die gerade stattfindet, geerdet werden können und dass wir dieses neue Paradigma, diese neue hohe Schwingung wirklich auf der Erde verankern können. Ja, darum geht es gerade. Und er wirkt deswegen auf vielen verschiedenen Ebenen. Man kann mit dem Sternenlotus seine Lebensmittel, das Wasser, vitalisieren und harmonisieren. Ja. Das Wasser wird sofort hexagonal, rechtsdrehend, hochschwingend, genauso auch die Lebensmittel. Und je mehr hochschwingende Informationen wir in unser gesamtes System geben, egal ob das physische Materie ist als Essen oder ob das Gedanken, Emotionen sind oder eben auch Informationen, die über Mobilfunk zum Beispiel zu uns ins System kommen. Diese Informationen tragen letztendlich dann dazu bei, dass wir unsere Schwingung erhöhen und letztendlich das alte Paradigma der Angst verlassen und in dieses viel zitierte goldene Zeitalter leichter eintreten können. Kostet im Moment für uns alle viel, viel Kraft. Es wird von außen versucht, uns dabei zu behindern, also zu schwächen. Ja. Und der Sternenlotus nimmt genau diese Energie, mit der sie uns schwächen wollen, so wie bei asiatischen Kampfsportarten mit Aikido. Ja. Man nimmt die Energie des Gegners sozusagen und nützt diese Energie, um den Gegner zu besiegen. Ja, und genau das machen wir. Wir nehmen also im Prinzip den Müll, der da an Frequenzen ist oder an verschiedenen Energien, nützen ihn als Treibstoff und produzieren daraus Vitalenergie, die uns zuträglich ist und die es uns erleichtert, die Transformation gut zu bewältigen. Es ist dann ähnlich wie bei einem Sturm, gegen den ich ankämpfe, aber wenn ich mich umdrehe, dann bläst der Sturm auf meinen Rücken und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes Rückenwind, ne? Und es fällt mir viel einfacher. Und du spannst die Segel und kommst viel, viel schneller voran. Absolut, genau. Ja. Ja. Ja, das klingt ja alles immer so ein bisschen spooky, also so Spiritualität und
Ja, ähnliche Themen sind in unserer Gesellschaft ja irgendwie immer noch nicht so richtig angekommen. Aber ich habe ein ganz einfaches Beispiel auch dafür. Ja, wenn man in einen Raum kommt, dann kennen wir das mit Sicherheit alle. Manchmal fühlt man sich pudelwohl und manchmal fühlt man sich total angespannt und so weiter, obwohl niemand einen angeschaut hat, niemand hat etwas gesagt. Und daran lässt sich ja schon erkennen, das hat etwas mit Energien zu tun. Ganz genau so ist es, ja. Also alles im Prinzip, wenn ich da kurz ansetzen darf, alles im Prinzip ist Energie und jede Energie trägt eine bestimmte Signatur, anders formuliert nochmals, eine bestimmte Information in sich, ja. Und genau das ist der Schlüssel, der goldene Schlüssel für so viele Herausforderungen unserer aktuellen Zeit. Denn wenn wir erkennen, dass alles informiert ist, können wir genauso mit einer positiven Information dazu beitragen, um es umzuinformieren. Ja? Das ist jetzt nichts Neues. Das wussten auch schon Einstein, das wusste Tesla, ja, schon vor 70, 80 Jahren, dass alles eine bestimmte Form von Information ist, also eine bestimmte Art von Energie. Und wenn wir diese bestimmte Art von Energie richtig nutzen, ja, also richtig informieren, dann können wir all diese Fülle an Energie für uns nützen, ja, für unser Vorankommen. Das ist wie ein anderes Beispiel, wie wenn wir den ganzen Plastikmüll aus dem Meer einsammeln und daraus ein schönes Kunstwerk machen. Ja, genauso kann man sich das vorstellen. Es ist, wir informieren auch mit dem Sternenlotus jegliche Energie um, vor allen Dingen auch die unsichtbaren Energien und nützen sie zu unserem Vorteil. Ja, ich kann das bestätigen, denn ich habe hier auf meinem Telefon einen von euren Sternen-Lotussen. Ist der Plural richtig? Lotussen? Da bin ich mir selber manchmal gar nicht so sicher, Oder ja. Lotusse, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall einen Lotus, Sternen-Lotus auf meinem Handy kleben. Und ich kann ja mal ganz kurz berichten, wie es mir damit geht. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass mich mein Telefon und auch mein Computer, vor dem ich gerade sitze, weniger belastet, obwohl es gar nicht auf dem Computer klebt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich kreativer bin, dass ich einfach besser sortiert bin, besser in meiner Mitte bin. Und ich muss dazu sagen, ich bin eh schon ziemlich gut aufgestellt, zum einen was mein Mindset betrifft, aber auch was Mentaltechniken und so weiter betrifft. Also ich kann mich binnen Sekunden wieder in meine Mitte bringen mit einer ganz einfachen Technik, die ich mir über Jahre angeeignet habe. Und dennoch unterstützt mich dieser Sternenlotus, länger dort zu bleiben. Ja, es ist spannend. Jeder Mensch, jeder Anwender hat seine eigenen Erfahrungen mit dem Sternenlotus. Und der Sternenlotus ist so programmiert, dass er jeden Menschen gerade da abholt, wo er gerade steht. Und er führt ihn dann in seinem Rhythmus und in seinem Tempo wieder zu seinem wahren Kern zurück. Ja. Und da ist der freie Wille eines jeden Menschen ausschlaggebend. Ja. Es wird dann nicht in den eigenen Seelenplan eingegriffen, sondern immer nur der Schritt gemacht, der für den jeweiligen Menschen im Moment gerade gut ist und wo er auch zustimmt. Das heißt, man hat da kein Tool, wo es dann einen die Themen um die Ohren schmeißt, sondern das findet immer im entsprechenden Rhythmus statt. Das ist ganz interessant und deswegen macht jeder Mensch seine ganz ureigenen Erfahrungen mit dem Sternenlotus. Der andere hat mehr körperliche Themen, ja, wie zum Beispiel, es hat uns gerade eine Frau angerufen wieder, die hat starke Monatsbeschwerden und im Unterleib wirklich Schmerzen. Die hat das Handy genommen mit dem Sternenlotus und hat das Handy mit dem Sternenlotus auf die Schmerzstelle im Unterleib gelegt und der Schmerz war nach wenigen Minuten fast zur Gänze verschwunden. Er harmonisiert also auch physischen Schmerz. Ja. Man kann, wenn man sich zum Beispiel blockiert fühlt am Herzchakra, das Handy mit dem Sternenlotus auf das Herzchakra legen, hätte man früher nie gemacht. Ja. Aberwitzig, aber es funktioniert wirklich, weil diese Energie harmonisiert, sie vitalisiert, ja, und löst oft auch Blockaden auf. Funktioniert genauso bei Migräne oder anderen Sachen auf physischer Ebene. Aber es lösen sich eben auch auf seelischer Ebene Blockaden. Es hebt generell die Schwingung an.
Es werden einem plötzlich Dinge bewusst, die man davor so nicht erkannt hat oder gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Das ist puff, einfach plötzlich da. Ja, weil einfach dieses neue Bewusstseinslevel, diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein verursacht. Ja, diese neue Ebene. Ja, lieber Nikolaus, was mich noch interessieren würde, was sind denn so die Top 3 Energieverschmutzer, wo man den Sternenlotus gut anwenden kann? Naja, also der Sternenlotus wirkt grundsätzlich bei jeder Form von Energie, aber ganz speziell natürlich bei allen künstlichen Energiequellen. Ja. In erster Linie ist da natürlich der Mobilfunk zu nennen, oder? Egal ob 3G, 4G, 5G, 6 oder 7G, ganz genau, was da schon im Anmarsch ist. Die gleiche Energie wird auch für das WLAN verwendet, eine sehr ähnliche Energie für alle Elektrogeräte, jede Form von Elektrosmog, Radarstrahlung, gerade wenn man in der Nähe eines Flughafens, in einer Stadt wohnt zum Beispiel, ist nirgendwo am Schirm mehr, aber das ist eine hochinvasive Energie. Satellitenstrahlung kommt ja auch immer mehr, aber natürlich auch geopathische Frequenzen, also alles, was von unten kommt, aus dem Boden, ja, gerade hier in den deutschsprachigen Ländern, durch die Kriegszeit, ja, in den Städten ist da natürlich auch ganz viel Energie auch noch gespeichert und all diese Energien nimmt der Sternenlotus auf und wandelt sie. Und natürlich gibt es den Sternenlotus in unterschiedlicher Form, der für Elektrogeräte oder für Mobilfunkgeräte, den du jetzt gerade gezeigt hast, aber es gibt ihn auch für Wohnungen und Häuser, das sind Lebensraumvitalisierungen. Es gibt ihn auch als Anhänger, ja, das ist vielleicht ganz interessant, ich kann euch meinen mal kurz zeigen, das ist ein Anhänger. Der ist in Gold oder in Silber kann man ihn haben, vergoldet auch. Und da ist hinten der Sternenlotus eingefasst. Ja? Und man trägt ihn dann hier direkt am Thymus bzw. am Herzchakra. Und hier ist eigentlich am Körper die stärkste Energie. Dann hat er ganz viel Treibstoff auch, um den Körper in eine Vitalglocke zu hüllen. Und man kann ihn 24/7 rund um die Uhr bei sich tragen und hat dann natürlich einen ganz besonderen Schutz in dieser Vitalglocke, auch wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, in der Stadt ist, ja, wo im Moment ganz viele wirre Frequenzen natürlich sind. Zu Hause natürlich für alle Anwendungen. Wir haben einen Sternenlotus entwickelt, der Induktionsherde und Mikrowellengeräte so vitalisiert, dass sie nicht nur mehr für Koch und Köchin nicht mehr schädlich sind, sondern dass die Nahrung auch lebendig bleibt. Ja, obwohl sie mit diesen Geräten zubereitet wird. Wir können mit dem Sternenlotus ein komplettes Auto, egal ob PKW, ob Wohnmobil oder LKW, auch Elektroautos, vollständig vitalisieren. Gerade beim Auto ist es enorm, was da an Energie vorhanden ist, an elektromagnetischer Energie. Von den Elektroautos mit den Batterien mal ganz zu schweigen oder von den Hybridfahrzeugen. Aber ein neues Auto hat zwischen 10 und 14 bis 15 Kilometer Verkabelung drin. Ja. Ja. Dann gibt es natürlich das Navi, dann gibt es die Bluetooth-Funktionen, dann gibt es natürlich die Frequenzen, die von außen ins Auto reinkommen. Und das wirkt wie ein Faradayscher Käfig. Alles geht rein, aber nichts mehr raus. Ja. Ja. Und wenn man die Dunkelziffern kennt, was zum Beispiel Elektroautos machen mit den Insassen und wie hoch die Unfallzahlen wirklich sind, dann weiß man, was da abgeht mit einem, wenn man im Auto sitzt. Gerade für Leute, die länger im Auto sitzen. Ja, und wenn eine Vitalisierung, die kann man reingeben, auch wieder raus ins nächste Auto. Und all diese Frequenzen werden zu Vitalfrequenzen. Das heißt, man steigt relaxed aus dem Auto. Ja. Genauso ist es natürlich für das Thema Schlaf, Regeneration, Immunsystem und so weiter. Es gibt für alle möglichen Anwendungen einen Sternenlotus, aber selbst ein kleiner Sternenlotus, der am Handy ist, macht schon ganz, ganz viel. Mhm. Er baut ein Feld auf und vergrößert das eigene Energiefeld. Und wenn wir wissen, dass Ausdehnung eigentlich der beste Schutz ist, dann wissen wir, wohin die Richtung gehen sollte, nämlich
in die Vergrößerung unserer Kraft, unseres gesamten Energiefeldes. Ja, und Ja. das macht der Sternenlotus. Das sind großartige Informationen, auch die du gerade nochmal genannt hast, bezüglich des Autos oder explizit Elektroauto, weil das sind Dinge, mit denen, und ich schließe mich damit ein, beschäftigen sich die wenigsten Menschen. Und ja, ihr habt ein großartiges Produkt entwickelt, was einfach die Energien harmonisiert. Und jetzt hast du schon so kurz angerissen, weil ich hätte jetzt noch eine Anschlussfrage. Und zwar, brauche ich jetzt einen Sternenlotus für den Induktionsherd, für mein Handy, für mein Laptop, für die Brust oder reicht da auch einer? Im Grunde genommen hast du die Frage schon beantwortet, aber vielleicht hätte das der eine oder andere gerne noch genauer beantwortet. Also der Sternenlotus ist ja ein Datenträger. Ja, kann sich das vorstellen wie eine DVD, wo halt Bild- und Toninformation drauf ist, ist der Sternenlotus auch ein Datenträger von enorm starken Heilfrequenzen. Und natürlich, je größer ein Datenträger ist, ja, umso mehr Information wird gespeichert und umso mehr Energie wird natürlich transformiert. Ja. Der kleine Sternenlotus am Handy reicht definitiv, um das Handy zu vitalisieren. Und wenn du am Rechner arbeitest und das Handy neben dir liegen hast, dann ist auch der Rechner in diesem Feld und dann und du auch, dann bist du in diesem Vitalfeld drin. Er reicht allerdings nicht, wenn sie dir vor das Haus einen Handymasten knallen, ja, mit allen möglichen 5G-Antennen drauf. Da braucht es dann natürlich schon eine stärkere Sternenlotus-Vitalisierung, wenngleich auch der Sternenlotus am Handy, so wie er kann, auch diese Energie nimmt und Kraft seiner Kapazität uminformiert. Nur es ist eine derartige Fülle im ganzen Raum, dass es natürlich für eine andere Art der Anwendung braucht. Genauso ist es bei Induktion und bei Mikrowelle. Das sind ganz stark getaktete Frequenzen. Die sind enorm stark. Und dafür braucht es eine eigene Programmierung, um diese spezifischen Frequenzen zu vitalisieren. Ja, und deswegen gibt es auch natürlich unterschiedliche Produkte. Aber der Klassiker ist der kleine Sternenlotus, den man auch hier am Anhänger hat, auf das Handy geben kann, selbst in den Kühlschrank, ja, auf den Regler zum Beispiel. Und dann sind die Lebensmittel vitalisiert und hochschwingend, besser bekömmlich, bioverfügbar. Und er reicht schon für viele Anwendungen. Ja. Und wenn man dann was Spezielles will, zum Beispiel auch fürs Wasser, ja, gibt es auch einen, den gibt man einfach nur an der Hauptwasserleitung hin und hat dann hochschwingendes, rechtsdrehendes, hexagonales Wasser aus allen Leitungen zum Kochen, zum Trinken, zum Waschen, zum Duschen, auf allen Ebenen. Ja. Also es braucht natürlich mehr oder verschiedene Sternenlotus-Produkte. Mhm. Ja, lieber Nikolaus, danke für die ganzen Informationen, danke für eure Arbeit. Ich finde, das ist ein großartiges Produkt. Ja, wer jetzt noch weitere Informationen haben möchte, mit euch sprechen möchte und so weiter, kann sich über eure Website mit euch in Verbindung setzen. Die verlinken wir auf jeden Fall unter dem Video. Und es gibt noch was ganz Tolles. Es gibt einen, ja, wir geben einen Link auch noch in die Videobeschreibung und da gibt es 5% Rabatt auf, ja, auf den gesamten Warenkorb, oder? Ganz genau so ist es, ja. Super, sehr fein. Und ja, vielleicht auch eine tolle Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Oder was denkst du? Ach, ich denke, dass das, ja, definitiv. Ich glaube, dass sich die Werte verschieben und Materielles, gerade in Zeiten wie diesen, immer mehr in den Hintergrund rückt. Dass wirklich das Thema Wohlbefinden, Gesundheit, Transformation, ja, und das Freisein von Beeinflussungen jeglicher, ja, Art von außen ganz, ganz wichtig sind im Moment. Und natürlich, ja, ist es eine gute Idee, jetzt die Familie oder vielleicht Freunde, wen auch immer, mit einem Sternenlotus auszustatten, weil der bleibt, der wird auch nicht schlecht, der hat kein Ablaufdatum, die Informationen, die bleiben bis zu 50 Jahre drauf, zu 100%. Also man hat damit einen Freund fürs Leben und er ist preislich auch so gestaltet, dass er moderat, im moderaten Bereich liegt und dass sich jeder Mann und jede Frau einfach den Sternenlotus leisten kann. Das ist ganz bewusst so gewählt. Ja, wir haben es im Radio gehört, Elektronikbranche, ich glaube Laptops waren es, da gibt es Lieferengpässe und so weiter.
Also ich würde zum Sternlotus greifen. Ich werde mir auch einen weiteren als Kette bestellen. Das finde ich großartig. Und ja, es lohnt sich definitiv, es auszuprobieren. Ich habe ja von meiner Erfahrung hier von meinem Mobiltelefon berichtet. Lieber Nikolas, ich wünsche euch viel Mut, viel Kraft. Danke nochmal für deine Zeit. Danke an das ganze Team für diese großartige Entwicklung. Und ja, wir sprechen uns hoffentlich ganz bald wieder. Wir sehen uns ganz bald und auch an dich, lieber Maurice, und an euch alle. Ja, ganz viel Kraft, viel Freude und gutes Gelingen für die kommende Zeit und für die kommenden Monate vor allem. Es wird nochmal ganz spannend. Danke. Danke.